So, jetzt kann man weitermachen mit den Rotweinschalotten. Ein kleines bisschen Olivenöl. Halbier die Rotweinschalotten noch mal ein bisschen. Kleine kann man ganz lassen. Schalotten haben einen eigenen Geschmack. Wie gesagt, die sind nicht so intensiv wie eine Zwiebel. Sind ein bisschen sanfter vom Geschmack. Und wie gesagt, mit dem Rotwein harmonieren die am besten. Ich würde die in die Pfanne jetzt reingeben. Lass die kurz anrösten. Schwenken in Kasserole. Kleines bisschen warten, bis sie Farbe angenommen haben. Und dann löschen wir das Ganze ganz einfach mit Rotwein ab erstmal. Ich habe noch ein kleines bisschen Gemüsebrühe. Das würde ich dann ein bisschen nochmal so einen Geschmack nochmal dazugeben wollen, dass der Rotwein-Geschmack nicht zu intensiv wird. Jetzt würde ich nochmal Zucker dazugeben zum Karamellisieren. Beim Zucker aufpassen, dass er nicht zu schwarz wird. Ein bisschen Farbe sollte er bekommen. Dauert wie gesagt ein paar Minuten. Jetzt würde ich anfangen. Ganz kurz erstmal Farbe bekommt. Kurz reduzieren lassen nochmal. Das wiederhole ich wie gesagt zwei, dreimal. Dass ein kleines bisschen die Farbe reinkommt. Ich habe einen Meißner Dornfelder direkt von der Winzergenossenschaft. Ein wunderbarer Tropfen und der eignet sich sehr gut dafür. So, ich fülle jetzt noch auf. Ich würde, wie gesagt, noch einen Schluck Gemüsebrühe dazugeben. Zwei Drittel Rotwein, ein Drittel Gemüsebrühe. Ein paar Nelken gebe ich dazu. Zwei, drei Stück. Dann zwei Lorbeerblätter. Sternanis, Salz und Pfeffer. Gemischt. Und das würde ich jetzt ca. 20 Minuten leicht köcheln lassen, damit die Rotweinschalotten eine ordentliche Konsistenz bekommen. Das Fett von der Ente kippe ich ganz einfach in die Rotweinschalotten mit rein, dass sie noch ein kleines bisschen Geschmack bekommt. Als nächstes würde ich diese Reduktion der Schalotten das nochmal andicken. Mit ein bisschen Maizena, Kleinigkeit eingerührt. Sollte, wie gesagt, keine Klumpen haben, ganz wichtig. Kurz Temperatur geben, dann würde ich das tropfenweise dazugeben, wenn ich merke, dass die Bindung stimmt. Kleiner drehen, schöne Bindung bekommen, Farbe ist optimal. Zwei, drei Minuten nochmal durchköcheln lassen und dann haben wir es schon fast geschafft. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept auf Topfgucker TV und nutze die Vorteile für deinen Erfolg.